Und er stellt sich wagemutig als Tester zur Verfügung. Mein Name ist Mäuser, Ralf Mäuser, mit der Lizenz zum Konservenöffnen. Eigentlich kommt bei ihm nur frisch auf den Tisch. Nur für Abenteuerleben probiert er wagemutig unbekannte Konserven. Los geht's mit Konserve Nummer 1 aus Peru. Lomitos de caballa. So, bitteschön, Ralf. Inka ist Mittelamerika, ne? En acteur vegetal. Also, ich würde jetzt rausschießen, vegetarisch sehr wahrscheinlich. Hört sich zumindest so ähnlich an, ne? Ah, das kenne ich schon. Die sind sehr gut. Caballa ist ein Fisch. Auf Deutsch kenne ich nicht das Übersetzung für Caballa. Aber wir. Caballa heißt Makrele. Vegetarisch ist das also nicht. Frutos del Mar. Jetzt verstehe ich das nicht ganz. Dann kann es ja nicht vegetarisch sein, ne? Weil Früchte aus dem Meer sind ja nicht vegetarisch, ne? Also mein Tipp wäre, dass das irgendein Fisch in der Dose ist. Clever kombiniert, lieber Ralf. Fisch in der Dose ist es auf jeden Fall. Ja, ich sag mal, es erinnert mich jetzt weitläufig an Thunfisch in der Dose. Da liegst du nur knapp daneben. Hier kann man sehr schön eine Fischstruktur erkennen. Hier, seht ihr das? Also ganz klar, das kann kein Thunfisch sein. Thunfisch wäre dunkler und er hätte zum Beispiel auch hier nicht diese Struktur dann da drauf. Und wie schmeckt der Dosenfisch der Inkas? Lecker. Ist ein bisschen trockener wie Thunfisch. Wird auch immer trockener. Aber es ist würzig. Es erinnert mich ein kleines bisschen an Makrele. 100 Punkte, Ralf. Während du überlegst, was du kochen willst, fragen wir noch mal nach, wie die Makrele in Peru gegessen wird. Normalerweise nutzen wir das für die Suppen. Man isst das auch mit viel Zwiebel, ein bisschen Zitrone und vielleicht ein bisschen Reis dazu. Sind sehr lecker, schmeckt gut. Wir haben Ralf eine unbekannte Konserve aus Peru vorgesetzt. Er hat bereits erraten, dass Makrele drin ist und bereitet jetzt Hühnchen mit einer Kruste aus Chips, Fisch und Käse zu. Als Beilage gibt's Gemüse, inklusive perfekt entkernter Avocado. Ananasstückchen bringen eine fruchtige Note ins Gericht. Optisch macht das Ganze durchaus was her. Mein südamerikanisches Surf and Turf. Guten Appetit. Surf and Turf oder auf Deutsch Fisch und Fleisch kombiniert in einem leckeren Urlaubsgericht. Da probiert Reporterin Christina gern. Ich finde, es ist sehr lecker, es ist sehr frucht, es ist für warme Tage was. Die Kombination aus Fisch und Fleisch mit dem Käse und den Tortilla-Chips, wirklich sehr lecker. Ich weiß aber immer noch nicht, was für ein Fisch das ist. Es sind Makrelenfilets aus Peru. Ich finde es lecker. Das perfekte Sommeressen. Konserve 2 kommt aus Italien. Per te ogni piatto non va matto. Was haben wir denn Schönes? Salmone rosa. Ha, Italien, siehst du? Hier unten steht Italia. In den Italien, ja. Auf Brot oder ja, mit Löffel. Die Deutschen lieben alles, was aus Italien kommt. Klingt vielversprechend. Und was ist drin in der italienischen Tube? Also, das ist Pâté von Salmone rosa. Von rotem Lachs. Eine Mousse von rotem Lachs. Machst du diesen Lachs? Ein Lachscreme. Das ist Brotaufstrich. Also es schmeckt fischig, aber ob das jetzt Lachs ist oder nicht, das schmeckt man jetzt im Prinzip da. Wenn es jetzt nur so im Regal stehen würde, würde ich denken, ja, könnte auch eine Hautcreme sein. Ja, das ist der Schutz gegen Sonne und das ist sensationell. Das ist besser als Karotten. Na, ob wir das wirklich glauben können. Ralf, sag an, was hast du mit der Lachscreme vor? So, was machen wir denn Schönes? Wir machen uns ein, so ähnlich wie ein Vitello Tonnato. Aber statt Kalbfleisch und Thunfisch verwendet Ralf Schweinefilet und die Lachscreme für knapp 3 Euro. Die gibt's sogar in gut sortierten deutschen Supermärkten. Die üblichen Vitello Tonnato Zutaten wie Kapern gibt's auch bei Ralf. Aber er macht noch ein schnelles Ratatouille dazu. Urlaub auf dem Teller. Mit einer Konserve und vielen frischen Zutaten. So, das ist kein Vitello Tonnato, sondern ein Porco di Salmone. Ne? Das zusammen mit einem Ratatouille-Salat und Knoblauchbrotstangen. Guten Appetit! Na, wenn das nicht zum Nachkochen inspiriert.
Jetzt darf auch mal das Kamerateam probieren. Und natürlich der Chef himself. Lecker. Wirklich lecker. Ja, Auflösung, was soll ich dir großartig sagen? Ne? Du hast ja eh schon gewusst. Eine Lachspaste aus Italien. Ja, also? Kann man machen. Ja, kann man machen. Und jetzt noch eine Dose aus Israel. Ubasis Agvaniot le Shakshuka. Bitte schön, Ralf. Was gibt's da zu lachen? Entschuldigung, dass ich jetzt lache. Das ist eine Dose. Man weiß gar nicht, ob sie jetzt so rum richtig ist oder so rum richtig ist. Guck mal, sieht beides mal gleich aus. Wo könnte die lustige Dose denn herkommen? Wir sind keine lateinischen Schriftzeichen, das ist schon mal klar. Was natürlich ganz fies ist, hier oben ist eine Ecke, da ist was Arabisches, da ist, glaube ich, was Griechisches oder kann auch Russisch sein. Wo war das in der Bibel noch mit dem Sprachgewirr? Wo war das? Seid ihr alle nicht bibelfest oder was? Babylon? Das ist gezogen in die Stadt Afula in Israel. So ganz falsch liegst du also gar nicht, Ralf. Und was ist drin? Also ich kann auf jeden Fall Spiegeleier erkennen und ich kann irgendwas erkennen, was Rotes. Könnte Tomaten sein, könnte Hackfleisch sein. So, jetzt gucken wir mal ganz genau. Ah, da oben steht was. Tomato Base for Shakshuka. Wenn man jetzt noch wüsste, was Shakshuka ist, sind wir ganz vorne mit dabei. Shakshuka gilt als israelisches Nationalgericht. Das kennt dort jedes Kind. Es besteht aus Zwiebeln, Knoblauch, vielen Tomaten und Eiern. Gut, Ralf, du kommst ja doch nicht drauf. Probier doch einfach mal. Ja, riecht halt sehr tomatisch. Bin jetzt nur gespannt, ob es auch scharf ist. Das ist Tomaten, Zucker, Zwiebel, Salz, Canolaöl. Knoblauchöl. Herzhaft also? Nein, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, das ist sehr lieblich. Also das könnte man als Basis für alles nehmen, was man Tomate verbraucht. Tomatensoße, Tomatensuppe, im Gulasch ein bisschen mit rein. Ich würde, glaube ich, ganz gerne die Kombination mit Eiern beibehalten. Ich würde gerne noch Gemüse dazu machen. Und da fällt mir entweder ein spanisches Omelett ein, eine Tortilla ein. In Israel isst man Shakshuka zum Frühstück. Und damit das morgen schneller geht, werden in die fertige Dosenbasis nur noch Eier gegeben. Die Konserve gibt's in Israel in jedem Supermarkt für umgerechnet 2 Euro. Wer Zeit hat, macht das Gericht natürlich frisch. Ralfs Omelett kommt zum Abschluss jetzt noch für etwa 10 Minuten in den Ofen. So, und das ist jetzt ein spanisches Omelett mit Shakshuka oder wie auch immer das heißt. Tada! Das israelische Nationalgericht etwas anders. Wer es nachkochen will, das Rezept für diese Urlaubsvariante gibt's auf kabel1.de. Reporterin Christina macht den Geschmackstest. Und du merkst diese Tomaten, die wir da aus der Dose genommen haben, die sind wirklich würzig, lieblich. Mhm. Also das Produkt ist absolut in Ordnung. Finde ich wirklich, wirklich lecker. Und auch das Kamerateam kommt in den Genuss des Gerichts. Aber da war ja noch was. Also es kommt aus Israel. Ach. Und es gilt sogar als Nationalgericht Israels, Shakshuka. Was dich jetzt wahrscheinlich überraschen wird, das wird vor allem zum Frühstück gegessen. Ja, das würde mich schon überraschen. Mir wäre es jetzt zu würzig fürs Frühstück. Gute Sache. Weiterempfehlen. So schnell holt man sich Urlaubsgefühle nach Hause. Wir sind gespannt auf die nächsten Konserven.